Chef on Air. Hier bei uns in den Skyline-Studios ist es wunderschön. Wir sind zwar relativ kärglich eingerichtet, sage ich mal, hier oben bei uns. Also stehen ein paar Tische rum und ein paar Stühle. Bei uns glänzt halt die Aussicht, ne? 360 Grad gläserner Rundumblick auf die Skyline in den Taunus bis in den Spessern und so weiter. Und heute Morgen sah es auch so aus, als ich hier ins Studio kam. Und dann bin ich mal eben kurz aufs Klo gegangen durch unseren großen Raum und dachte, hä? Wir hatten hier auf einmal ein Café aufgebaut. Der Emil war es. Grüß dich, Emil. Hi Marcel, grüß dich. Mensch, ihr habt ja hier ordentlich aufgefahren. Copper Bay heißt dein schicker Laden, gell? Wo finden wir den? Den finden wir im Ostend, direkt gegenüber von der EZB. Ja. Und da haben wir aufgemacht am 1. April. Oh! Also relativ frisch, ja. Und ist da gerade leer, weil ihr hier die Hälfte mitgebracht habt? Ist ja alles voll hier bei uns. Nein. Wirklich wie im Café. Ist ja hammergeil, was ihr für Zeug dabei habt. Wir werden so viel drüber sprechen. Ich werde es auch hier probieren. Ich habe bisher die Finger von gelassen. Ich habe hier ein ganzes Tablett voller Köstlichkeiten. Superfood and Coffee. Emil. Genau, also unser Konzept basiert auf Superfood. Mhm. Wir versuchen den Kunden einfach die Möglichkeit zu geben, in Kategorien auszusuchen. Das heißt, wir haben Protein, Power, Brain Booster. Ja, wir sprechen mal ins Detail, gehen wir gleich. Gehen wir später. Ja, ja, ja. Aber Superfood ist auf jeden Fall ein Thema bei uns. Wir wollen einfach den Leuten gute Nahrung bieten und Leckeres vor allem. Also ich kann euch sagen, ich kriege das Grinsen hier gar nicht mehr aus dem Gesicht. Hier ist Chef von Air bei Radio Frankfurt. Emil sitzt bei mir. Grüß dich nochmal, Emil. Hi. Fühlst dich wohl? Sehr. Und wir fühlen uns hier auch alle wohl, dank dir. Du hast aus deinem Café Copper Bay, korrekt, gegenüber der EZB, so viel Leckereien mitgebracht. Mensch, vielen Dank nochmal. Steht hier vor mir. Ich habe bisher die Finger davon gelassen, weil ich will das natürlich essen, während du sprichst. Sehr gerne, hau rein. Und darüber berichten. Es sieht auch vor allem, was ich immer super finde, wenn jemand so liebevoll die Sachen noch anrichtet und es sieht alles so, so toll aus. Was ist Couscous-Salat mit Granatapfelkernen wahrscheinlich hier, ne? Korrekt. Brot selber gemacht? Nee, das kriegen wir geliefert von einem lokalen Bäcker. Mhm, Vollkornbrot natürlich. Ne? Ist jawohl. Nämlich Superfood and Coffee, ist die Überschrift bei euch. Ne? Dann hast du hier auch noch leckere Getränke mit dabei. Das musst du mir auch mal sagen. Was? Hey Ginger? Hey Ginger, ja, das ist ein Produkt, das haben wir mit aufgenommen. Ist ein regionales Produkt, kommt aus Frankfurt, wird in der Nähe abgefüllt. Macht ein ganz toller Mensch und wir sind total überzeugt davon. Ist ein Wachmacher, ja, mit grüner Kaffeebohne. Der so tolle Mensch hat nämlich vorher bei Red Bull gearbeitet, hast du ja verraten, ne? Das habe ich verraten, genau. Hey Ginger, ich bin sehr gespannt, Wachmacher. Ich meine, ich muss immer als Moderator muss ich vorsichtig sein. Wenn ich einen Kaffee zu viel trinke vor der Show, dann spreche ich noch schneller, als ich gerade eh schon mache. Ja. Aber jetzt erzähl doch erstmal ein bisschen was über Copper Bay, über ein tolles Superfood and Coffee. Genau, also wie gesagt, wir haben am 1.4. aufgemacht, haben Konzeptentwicklung betrieben und Ziel war am Ende, den Leuten im Büro oder auch in der Freizeit eine Möglichkeit zu geben, gesund zu essen, lecker zu essen, und das haben wir in Kategorien gepackt und die Leute können dann entscheiden, ob sie eher proteinhaltig, vitaminhaltig. Red bitte weiter, ich esse Brain. Ich hoffe, schmeckt. Brain Booster, darunter wählen sie, dann gibt es Wraps in diesen einzelnen Kategorien, Salate, Brote und Pasta und genau, und der Kunde wählt quasi, in welcher Kategorie er essen mag. Ich bin Fan. Wie geil ist das denn? Was hast du denn da alles drin? Weißt du auswendig, was das für ein Rap ist, den ich hier... Also ich glaube, das ist der Pilze, ja, Ei, Hummus, genau, mit frischem Salat, ganz viel Salat, Koriander. Pilze, Ei, Hummus, muss erstmal drauf kommen, ey. Ja. Ja, das ist tatsächlich dann der Brain Booster. Und, genau. Ich spür's schon. Ja. Genau, ja. Super lecker. Super, super lecker. Du hast so viel mitgebracht hier. Wie kamst du zu dem Konzept? Wo kommt's her? Ja. Ganz frisch von dir erfunden, also ganz neu? Also es ist, ich kenne es bisher noch nicht. Also wir haben es erfunden und die Idee kam tatsächlich aus meiner Vergangenheit als Büromensch. Die tägliche Suche nach gutem Essen. Mhm. Dann ist man üblicherweise zu den üblichen Verdächtigen gegangen, hat da was gegessen und hat sich dann nicht so wohl gefühlt. Meist zu viel, meist zu teuer. Ja, und nicht gesund. Ja, nicht nachhaltig. Und nachhaltig, sättigend und schmackhaft. Ne? Und so ist die Idee entstanden, das eben zu kreieren. Und das haben wir meiner Meinung nach auch so gut hingekriegt, dass die Leute begeistert sind. So, kommt vorbei und probiert das. Eine Kollegin von mir wohnt übrigens in der Nähe, fast gegenüber von eurem Laden. Also auch, wo die EZB ist. Ne? Ist ja direkt, okay, gegenüber, ja, der EZB. Und hat gesagt, bei euch ist immer voll.
Es ja. ging mal was los. Ja, ja, schön. Kommt super schön. Gut an, ne? Ja, sehr gut, ja. Und ihr seid ganz frisch, 1. April hast du eben gesagt? Genau, 1. April zum Freedom Day haben wir gestartet, haben wir die Eröffnungsfeier gehabt, also Volltreffer. Ja. War natürlich ein bisschen schwierig in der Vergangenheit, also in den letzten Monaten und ihr Jahren. Ihr wolltet nämlich früher aufmachen, ne? Korrekt, ja. Wir wollten früher aufmachen, haben es dann ein bisschen hinausgezögert, um eben nicht in diese Corona-Zeit zu eröffnen. Das wäre, glaube ich, nicht so gut gewesen. Deswegen 1.4. Freedom Day hat gepasst. Ich muss weiterreden, ich esse noch. Ich muss das Zeug wegstellen, das ist ja schrecklich. Du hast früher im Büro gearbeitet, was hast du gemacht? Ja, ich habe verschiedene... Ich bin Frankfurter, ich habe an der Frankfurter Uni studiert, BWL, ich bin tatsächlich Kaufmann und kein gelernter Gastronom oder Koch. Aber ich habe die Affinität dazu, habe in Kroatien schon ein Café, das läuft und... Wie? Du hast in Kroatien auch ein Café? Ja, hast du nebenbei nochmal in Kroatien eins aufgemacht? Ja, meine Roots sind kroatisch und... Vrgoč, genau. Ja. Ich habe da auch eine Idee gehabt, war viel unterwegs früher in meinen anderen Jobs und wollte einfach eine geile Location, also Apartments machen, wo die Leute sich wohlfühlen. Das heißt, ich habe Apartments und habe dann gesagt, okay, dazu gehört aber auch eine coole Rezeption, cooles Café zum Essen. Und so ist das entstanden. Das ist seit 2019. Mhm. Also schön in die Corona-Krise rein eröffnet. Aber wir haben es gut überstanden und dann kam die Idee, das eben in Frankfurt auch zu machen. Ein Tausendsasser sitzt hier bei mir und jetzt machen wir ein bisschen Musik, damit ich ein bisschen anständig hier weiter essen kann und nicht mit vollem Mund hier babbeln muss. Emil Vrgoč ist hier bei mir, Gründer, Inhaber und Geschäftsführer von Copper Bay in der Sonnemannstraße 53. Geht mal vorbei, also das, was ich hier schon probiert habe, ist fantastisch. Im Internet auch zu finden, natürlich unter copper-bay.com. Chef on Air. Sollte ich zwischendurch mal ein kleines Rötchen loslassen? Schiebe ich es auf den Emil. Kein Thema. Chef on Air bei Radio Frankfurt mit dem Emil von Copper Bay in der Sonnemannstraße 53. Super Food and Coffee. Der hat so viel Leckereien hier mitgebracht. Ich werde die noch alle verputzen hier im Laufe dieser Stunde, wenn ich es denn schaffe, bei dem ganzen Gebabbel, den wir machen. Erklär doch mal ein bisschen was über das Konzept. Haben wir eben schon ein bisschen gesprochen. Super Food and Coffee. Sagt es ja auch schon aus. Wie sieht der Laden aus? Wie kann ich mir vorstellen? Habt ihr auch draußen Plätze oder ist es ausschließlich ein Imbiss oder? Nee, wir haben tatsächlich viele Plätze, bis zu 100 Plätze haben wir. Oh, wow. Das heißt, innen sind es um die 60, draußen sind es um die 40 und gemütlich eingerichtet. Das ist auch das Feedback von den Gästen, die da sind. Die fühlen sich wohl, die Atmo ist cool, angenehme Musik, ja. Ich habe eben auf die Homepage hingewiesen, copper-bay.com, aber die ist noch ein bisschen reduziert, sagen wir mal. Ne? Auf Instagram findet ihr viel, viel mehr über dieses wunderbare Superfood and Coffee. Du hast eben auch gesagt, du kommst aus dem BWLer-Bereich, also aus dem Büro. Und angefangen hat es irgendwie damit, dass du keinen Bock hattest auf dieses Zeug, was man irgendwie in der Mittagspause sich zu essen holt. Hast dann selber was gemacht. Ja, hast Salate geholt und selber Dressing gemacht und so weiter fürs Büro? Genau, also ein Team von 15 bis 20 Leuten gewesen. Und da habe ich dann quasi das Dressing angerührt, jemand hat geschnibbelt und dann haben wir uns halt gesundes Essen gemacht. Und da war jeder satt von, den ganzen Tag vom Salat. Und das war so der Grund, das einfach als Konzept auch weiterzuführen. Die Idee ist so entstanden, ja. Aber du kommst gar nicht aus dem Gastrobereich, was ich so spannend finde. Aber du musst natürlich eine Affinität dazu haben. Als Kroate eignet sich ganz viel zu Fleisch, nehme ich mal an. Ne? Ja, richtig. Du bist kein Vegetarier, aber das Copper Bay ist fleischfrei, aber mit Fischangebot, ne? Genau, das ist komplett fleischfrei und wir haben Fisch im Angebot, richtig, ja. Du bist auch in Kroatien geboren, oder? Nee, ich bin Frankfurter Bub. Im Bürgerhospital, ist ja hier um die Ecke irgendwo. Ja, hier, da hin. Ja, aber hallo. Da bin ich geboren, im Gallus groß geworden und ein paar Stationen gehabt in Frankfurt. Und jetzt bin ich wieder im Gallus, ja. Aber Wurzeln sind kroatisch, ne? Genau, meine Eltern kommen aus Kroatien, aus den 70ern, diese typischen Gastarbeiter. Mhm. Und die sind aber jetzt auch immer noch hier. Schön. Und ich bin hier groß geworden, ja. Und was für ein Büro waren das? Wo hast du da gearbeitet? Was habt ihr gemacht? Also ich habe verschiedene Stationen als Angestellter gehabt und 2017 bin ich dann Unternehmertum gewechselt. Mhm. Das heißt, ich habe eine Beteiligung an der Firma offeriert bekommen, habe ich wahrgenommen. Mhm. Das ist eine Baufirma, die habe ich entwickelt. Die hast du entwickelt auch noch?
Also die war da und habe ich dann mitentwickelt. Du hast sie weiterentwickelt. Weiterentwickelt, korrekt. Und so sehe ich mich auch als Unternehmer und Unternehmensentwickler. Mehrere Firmen hast du auch noch parallel laufen, hast du gesagt, ne? Genau. Nicht nur Copper Bay, dann hast du noch was, Apartments in Kroatien oder was? Wo richtig, da genau? In Zadar, sehr schöne Stadt. Zadar, ich empfehle. Da war ich auch. Ja, sehr cool. Ja, super. Ja, sehr schöne Stadt. Da kommt meine Mutter tatsächlich her und habe ich auch einen sehr starken Bezug, familiär, aber auch allein von der Örtlichkeit. Ist einfach genial. Du bist hoffentlich regelmäßig in Kroatien, oder? So ist wunderschön dort. Schaffst du das noch regelmäßig hin? Die letzten Monate tatsächlich weniger, weil Copper Bay war im Fokus und da habe ich alle Kraft reingesetzt. Mhm. Und jetzt aber im Sommer gehe ich wieder runter. Im Sommer sind wir in der Regel in Kroatien. Woher holst du deine Inspiration für das Superfood, das du anbietest bei dir? Ja, von verschiedenen Quellen, aber ich lasse natürlich meine Mitarbeiter da auch kreativen Freiraum, um Sachen zu kreieren. Mhm. Und das läuft dann ins Konzept mit rein. Wie viele Mitarbeiter hast du? Also wir haben jetzt 5 Festangestellte, zwei richtige Küche. Ich bin so happy darüber. Mhm. Die sind auch super cool. Mhm. Und ich meine, die wissen, wie man es macht. Ich hole mir Input von den Leuten, die Profis darin sind, und versuche das umzusetzen und also reinzuarbeiten ins Konzept. Mhm. Und ich bin dann derjenige, der es abschmeckt und sagt, kommt rein. Wo es lang geht. Jawohl. Vitamin Wellness, Brain Booster und Protein Power. Das sind 3 Kategorien auf der Karte, ne? Richtig. Und Soulfood. Soulfood gehört auch dazu. Okay. Weil, ja. Wenn man die ganze Woche gesund, muss ja auch irgendwann mal was für die Seele kommen. Naja, Crepe mit Früchten der Saison ist doch auch gesund, oder? Crepe mit Haselnusscreme, Crepe herzhaft. Mit Banane, ja, ist auch gesund, auf jeden Fall. Schmeckt auch sehr lecker. Und hier, das habe ich auch noch ein, was ist das hier? Das ist ein Fruchtsmoothie Bowl. In klein, die ist normalerweise in groß. Und alles regional, ne? Sehr viel regional, ja. Mhm. Also das, was wir regional abbilden können, machen wir regional. Mhm. Die Avocados, die wir bei uns haben, die kriegen wir hier noch nicht. Mal gucken, vielleicht kommt es irgendwann mal. Ist ja noch alles drin, ne? Ja, genau. Wunderbar. Wann habt ihr offen? Ab wann? Gibt es auch Frühstück bei euch? Oder auch? Genau, wir öffnen wochentags ab 8. Oh wow. Ja, genau. Und arbeiten bis 8 Uhr abends und am Wochenende ist es ein bisschen später. Samstags 9, sonntags 10 Uhr machen wir auf. Mhm. Und genau. Copper Bay in der Sonnemannstraße 53 auf jeden Fall mal besuchen. Der Gründer, Inhaber und Geschäftsführer, der Emil, sitzt diese Stunde bei mir hier bei Chef on Air bei Radio Frankfurt. Chef on Air mit dem Emil Wrotsch. Immer noch richtig? Immer noch richtig. Gründer, Inhaber und Geschäftsführer von Copper Bay. Tagesgastronomie mit Fokus auf hochwertigen, gesunden, regionalen und nachhaltigen Produkten. Coffee und Superfood mit gutem Gewissen. So hast du hier in die Info geschrieben, ne, bei Copper Bay. Gutes Gewissen, ist dir wichtig? Sehr wichtig, ja. In allen Bereichen? In allen Bereichen, ja. Auch bei den Scherzen deiner Freundin gegenüber? Ja. Der Emil ist nämlich ein ganz schön ironischer Mensch, ne? Und die Freundin fällt immer noch drauf ein. Ja. Frau. Die Frau? Ja. Oh, Verzeihung. Ja, nee, alles gut. Wie lange sind Sie verheiratet oder zusammen? Über 20 Jahre. Uiuiuiui. Ja. Kinder? Ja, 3. Okay. Wie alt? 19, 16 und 12. Wie alt bist denn du? Muss ich das sagen? Ja. 42. Wieso denn nicht? Schämst du dich? Nein, um Gottes Willen. Du bist schon über 40. Ich bin schon über 40. Boah, nee, ich bin immer der Jüngste irgendwie. 42, ja. Aha. Immer der Jüngste? Immer der Jüngste. Was heißt das denn? Ja, im Freundeskreis, immer der Jüngste. Okay. Ja. Hast du dir alte Säcke ausgesucht, mit denen du abhängst? Scheinbar. Von denen du noch was lernen kannst, oder wie? Richtig. Wie war dein Werdegang? Du bist hier geboren, ne? Um die Ecke, Bürgerhospital? Genau. Schule hier, Studium auch hier, alles? Genau, Bettina-Schule, Gymnasium, Abi gemacht und dann auf die Goethe-Uni, BWL studiert und seitdem in Frankfurt, ja. Bist du auch schon mal rausgekommen aus Frankfurt? Ich hab's versucht, aber ich bin irgendwie immer in Frankfurt geblieben, ja. Also richtige Frankfurter Bub und auch verliebt in die Stadt, ne? Absolut, absolut. Warum? Ja, weil es einfach die geilste Stadt ist. Nee, braucht man nicht sagen, oder? Aber du bist beruflich relativ viel rumgekommen, hast du gesagt. Ja. Ne? Wo warst du da überall und als was? Genau, also ich habe in verschiedenen Unternehmen gearbeitet. Die letzte Station als Angestellter war bei einer Airline aus Dreieich, Hahn Air. Cooles Unternehmen und die haben ein super geiles Konzept gehabt und ich durfte für das Unternehmen in Asien, in Nordafrika, im Nahen Osten unterwegs sein. War eine sehr, sehr coole Zeit, spannend und viel gelernt. Okay, dort auch dann gewohnt oder immer nur so Geschäftsreisen? Nee, nur Geschäftsreisen. Okay, und von dort auch so Inspirationen für Copper Bay mitgenommen? Absolut, ja. Absolut. Was heißt denn, wo kommst du denn auf den Namen Copper Bay, wo kommt denn das her?
Ja, also meine Roots sind ja aus Kroatien. Mhm. Da haben wir ein Haus in einer kleinen Bucht in der Nähe von Zadar. Und wenn da die Sonne untergeht, ist das ein Kupferton. Das war die Inspiration, weil es eine schöne Bucht ist. Mhm. Ljubac heißt der Ort, sehr zu empfehlen. Mit einem ganz langen Sandstrand. Und eben abends ist die Stimmung einfach sensationell. Da hast du ein Häuschen. Ja. Also, meine Schwiegereltern haben da ein Häuschen. Naja, ist doch egal, aber ich hoffe, du bist da möglichst oft. Hast du eben schon erzählt, die letzten Monate nicht so, weil ja. Copper Bay hat ja erst seit April auf und jawohl. Kommt schon riesig an. Ihr habt auch Lieferservice und so weiter, ne? Also ihr habt einiges noch im Angebot, was ausgebaut werden muss, ja. weil da die Nachfrage so groß ist, ne? Genau, also das Catering kommt immer mehr, die Frage. Catering, ja bitte. Ihr habt wirklich hier in 10 Minuten ein Café aufgebaut, das ist zum Wohlfühlen und zum Reinlegen, die Speisen und Getränke sowieso. Jetzt erzähl du mal weiter. Genau. Also ess da mal ein bisschen. Sehr gerne, lass dir schmecken. Also die Nachfrage kommt immer mehr und wir werden natürlich die Wünsche der Gäste aufnehmen und werden gucken, dass wir das auch in unser Konzept einarbeiten. Mhm. Eintracht-Fan bist du? Absolut. Nur die Eintracht, immer schon. Aber du verarschst gerne die Leute, ne? Erzähl doch mal die Story, wo neulich bei dir nach dem Finale. Also ich liebe es, also ich höre es so gerne, dass die Eintracht halt auf dem Thron sitzt und will es halt immer wieder hören. Ne? Und neulich saß ich im Café, hab meine Nudeln gegessen und da ist mir eine Serviette runtergefallen, kamen so vier Personen vorbei, ein Mädel mit 3 Jungs und ein Eintracht-Shirt, Donnerstag nach Mittwoch. Nach diesem besagten Mittwoch und er hebt mir die Serviette auf und ich meine so, ah cool, danke dir und mein zu ihm, hier sag mal, wieso tragt ihr alle Eintracht-Shirts? Meint er so, wie meinst du das? Ich so, tragt alle Eintracht-Shirts, was denn passiert? Gestern hat die Eintracht gespielt. Ich meine so, echt, okay. Und wo denn? Er so, wie, wo denn? Meinst du das jetzt ernst? Ich so, ja klar, wo haben sie denn gespielt? Europacup. Ich meine so, ach krass, und? Wie ist es ausgegangen? Guck mich an, du willst mich verarschen. Ich meine so, nein, sag doch mal. Meint er so, ja, die haben gespielt, Europacup, Elfmeterschießen. Ich meine so, oh krass, das war bestimmt super spannend. Wie ist dann ausgegangen? Und da war schon kurz davor, dass er mir, und da meint er so, ja, wir haben gewonnen, wir sind Sieger, Europacup-Sieger und so weiter. Und ich meine so, spinnst du, oder? Ja, hier gibt's gleich einen. Ich meine so, entspann dich doch mal, ich wollte es doch einfach nochmal hören, ist doch geil. Da kam so ein kleines Lächeln drüber. Nur ein kleines, okay. Der Emil Vrgoč ist Gründer, Inhaber und Geschäftsführer von Copper Bay in der Sonnemannstraße, das gegenüber der EZB. Fokus auf hochwertige, gesunde, regionale und vor allem auch nachhaltige Produkte. Und es gefällt mir sehr, sehr gut. Bei euch gibt es, nur wenn es ausschließlich jemand verlangt, so dieses schrottige Einweg-Wegwerf-Zeug zu mitnehmen. Ihr habt, was ist das, Recap oder so? Genau, wir haben Recap und Rebowl. Mhm. Das heißt, unsere Kaffeegetränke werden in dem Recap serviert, zum Mitnehmen. Können überall zurückgegeben werden, also ist gar kein Thema mehr, in diesen Mehrwegbechern zu beziehen. Ja. Aber nicht nur die Becher, sondern auch die Bowls und so weiter. Ne? Genau, und die auch Bowls. Und so weiter, genau, ne? unser Essen wird in Bowls verpackt. Mhm. Das heißt, die können dann auch an verschiedenen Orten wieder zurückgegeben werden. Dann kriegt man den Pfand wieder zurück ausbezahlt. Ihr habt noch was Besonderes vor, und zwar wollt ihr mit Künstlern kooperieren im Café. Wie funktioniert das? Was stellt ihr da vor? Genau, also meine Frau ist Künstlerin und die ist maßgeblich dafür verantwortlich, dieses Konzept voranzutreiben. Wir haben sehr viel Wände, die noch nackig sind und die würden wir gerne mit schöner Kunst bekleiden. Mhm. Und das ist in Arbeit und wir wollen im Herbst, wenn es klappt, eine Vernissage abhalten. Und genau, und da Künstlern die Möglichkeit geben, eben ihre Werke auszustellen und auch zu verkaufen. Genau, das ist der Und deine Frau, wird er auch mal ausstellen bei dir, oder? Ja, klar. Also sie muss ich aber erstmal beweisen. Ne? Ja, aber hallo. Da muss erstmal Qualität. Auswahl fahren. Also das steht bei uns in der Wohnung und ich gucke immer wieder, wie sie das schafft. Also sie hat sensationelle Bilder, sehr schön. Und sie muss nur produzieren. Ja. Und da ist sie echt dran und nutzt jede Sekunde dafür. Das ist ihre Leidenschaft. Hat sie dich auch schon mal gemalt? Ja. Nackig? Nein. Was malt sie denn überhaupt? Oder in was? Ja, Personen. Also Personen. Ja. Und das sieht sehr, 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 sehr gut aus. Also Porträtmalerin? Porträts. In Öl oder in mit Öl, Wachsmalkreide? Nee. Öl und auch Kreide. Nee, Kreide auch. Okay. Öl.
Aber das geht jetzt schon zu weit. Ich bin nicht so tief im Thema drin. Ich bin nicht begabt. Bevor du irgendwas sagst, für das du danach an die Wand genagelt wirst. Ihr habt doch einen geilen Lieferdienst irgendwie. Auch mit dem Unternehmen von hier, glaube ich, ne? Zusammen in der Koop. Habe ich es eben richtig verstanden? Nee, der Lieferdienst, das nee, ist. Nee, nicht Liefer, sorry, diese Bestell. Genau, also wir sind sehr digital. Wir setzen das um, was die Regierung versucht. ziemlich schnell. Ja. Wir haben ein Startup genommen fürs Kassensystem und bieten die Möglichkeit, über auf Google Maps oder auf unserer Website einen Link aufzurufen, wo man Sachen auf eine bestimmte Uhrzeit bestellen kann. Mhm. Das heißt, wenn man wenig Pause hat, kann man direkt sein Essen bestellen, bezahlen, vor Ort direkt abholen. Und zum anderen haben wir die Möglichkeit, an den Tischen zu bestellen. Ist auch relativ innovativ. Mhm. Ist ein QR-Code, da kriegt man das gesamte Menü aufgezeigt, bestellt und wir liefern es direkt an den Tisch. Und es kann sogar bezahlt werden. Und das Sensationelle ist, dass wir Personen mit sehr viel Erfahrung, also ältere Personen. Noch älter als du bist ja auch schon 42. Ja, aber jetzt sagst du es wieder. Ah, sorry. Genau, die nutzen das. Also er hat einmal erklärt und die machen das mit Spaß. Da kommt jetzt eine Dame immer, die bestellt ihren Kakao, findet sie auch sehr lecker übrigens. Mhm. Und die kommt, bestellt, kriegt's und bezahlt's und geht wieder. Mit einem Lächeln im Gesicht. Mit einem Lächeln im Gesicht und schwinke ihr dann noch zu beim Gehen. Und es ist wunderbar, also ich genieße das. Aber wir sind natürlich auch bei den Leuten, die es nicht nutzen wollen. Also wir sind jetzt nicht erpischt drauf, dass die Leute das nur so nutzen, sondern wir helfen. Ich setze mich auch zu den Leuten und rede mit denen eine halbe Stunde, wenn es die Zeit erlaubt, und erkläre denen alles. Und erzählst Witze, die sie erstmal nicht verstehen. Witte, was ist so dein Lieblingsgericht hier? Vitamin Wellness, Brain Booster, Protein Power, also drei Kategorien. Soul Food für danach, nicht zu vergessen natürlich. Ja, also was ist so, wenn du jetzt... Die Pasta mit Thunfischcreme, also die Thunfischcreme ist einfach sensationell. Also ich liebe Thunfisch. Und die ist super lecker, sehr zu empfehlen. Die lasse ich mir auch in meinen Wrap-Pilz-Ei noch mit reinarbeiten. Voll geil. Wrap mit Ei, Hummus und Pilzen. Salat, genau. Pilze. Pilz, ne? Boah, das ist richtig. Und da kommt nochmal bei mir nochmal die Thunfischcreme rein. Das ist ein extra. Er kriegt nur der Chef. Achso, nee, kann man ordern. Kann man ordern. Wie spielt die Eintracht in Helsinki? Wir gewinnen natürlich. Ach komm. Pass auf. Versuch, Real Madrid Supercup. Pass auf, ich sag's jetzt. Und für so die vier sein. Jungs, die an deinem Laden vorbeigelaufen sind, zu erklären. Drei Jungs, ein Mädel waren. 2-1. 2-1 gegen die Eintracht. Bitte ohne Verlängerungen, ohne Elfmeterschießen. Das macht meinen Blutdruck nicht mit. Ohne Scheiß. Brauchen wir nicht. Ja. Haben wir genug. Schön, dass du hier warst, Mensch. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Danke für das leckere Zeug, das ihr mitgebracht habt. Das tolle Café, das ihr bei uns aufgebaut habt in den Reaktionsstudios. Super, mach so weiter. Danke dir und ihr auch. Super Team, sehr angenehme Atmosphäre. Klasse.